Mei, hocke gemütlich und entspannt heute vor meinem Obstandl. Die Sonne scheint, der Herrgott, der hat's gut gemeint. Und wir lieben Fans, wir haben alle Grund im Biergarten ein Wasser Werner zum Trinken, daheim in der Bauernstube. Oder wir gehen ganz einfach in den Leierkasten und feiern. Immer wieder TSV, gute Nachricht noch mit zu verbreiten. U17, gewonnen. U19, gewonnen. Wichtige Punkte gegen Abstieg. Und unsere Münchner Löwen gestern in Düsseldorf. Fortuna. Haben sie am Anfang geschrien, die Fortuna-Fans, und was haben sie an mir geschrien? Immer wieder TSV. Und das war unser eigener. Hat drüben wunderbar hingehalten. Schön Segeleiner kämpfen, dass der Torwart los und so. Schaut wie ein Schweiber, wenn es blitzt, und wir 1:0 gewonnen. Unsere Münchner Löwen, die Fans, super geil, super Stimmung, gut drauf, das war doch kein Wunder. Alle sind happy, alle sind gut drauf. Ich hoffe, dass diesen Wind, diesen positiven Wind, auch irgendwann einmal das Rad aus einer pfeift, gell? Weil die, wie ich dann gleich nach meiner Durchsage die Absage gehört habe vom Dieter Reiter, aber denkt, ja, grüß dich fix. Das hat einmal Opa, wie gesagt, in Niederbayern. Die Politik ist ein Hur und vor dem Roden brauchst du gar nichts erwarten. Muss ich sagen, der Opa hat recht gehabt. Aber ich gebe den Kampf nicht auf. Irgendwann einmal wäre der Spanner, dass wir ein Tiridari haben, dass wir eigentlich gar nicht so wenig sind. Wir lieben Fans müssen halt bloß noch mehr energisch zusammenstehen und einfach einmal sagen, hey, Rathaus, seid ihr nicht deppert, ihr könnt ja nicht ewig nein zu unseren Vorschlägen sagen. Wir sind vielleicht ganz fui. Und wenn es dann einmal um eine Abstimmung geht, um eine Wahl, dann könnten wir vielleicht schon eingreifen drauf, gell? Weil verscheißen lassen wir uns nicht von den Politikern. Und auf den Kopf auch verscheißen, wie der Vogel, wenn er gerade drüber zwitschert. Nein, nein, die der Reiter nicht ganz so die Löwen auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind ganz fui. Und wenn wir es einmal zusammenrudeln, mit der Ismail-Kind ein paar Scheine einschmiert, dann sind wir vielleicht gar nicht so schlecht, gell? Also, das Positive vom Wochenende, das nehmen wir mit. Morgen am Sonntag scheint Sonne, Biergarten, wie gesagt, Bauernstuben, wie gesagt, schöne Mädel, wunderbar, wir feiern. Einmal Löwe, immer Löwe. Und das war wirklich gestern einmal richtig schön.